Hallo, willkommen zu der letzten Folge von diesem Jahr von Geri und Gäste. Und das ist eine ganz spezielle Folge. Und zwar geht es ums Intro mit dem Nationalrat Marcel Tobler. Der hat mich doch tatsächlich ins Bundeshaus eingeladen. Eigentlich ist es ja ganz anders gewesen. Eigentlich habe ich mir überlegt, was machst du am Schluss vom Jahr noch für einen Talk? Und meine Tochter gesagt, mach doch irgendetwas über Weihnachten, ein Weihnachtsspecial. Was passt am besten zu Weihnachten? Zu Weihnachten passt Spielzeug. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und so und habe den Marcel Doppel gefunden, Nationalrat, wo gerade erst kürzlich der Franz Karl Weber gekauft hat, das Spielparadies überhaupt. Den Marcel Doppler habe ich dann im Bundeshaus getroffen und es ist eines der ungewöhnlichsten Videos und Interviews geworden, weil wir sind ständig unterbrochen worden von seinen Abstimmungen. Der hat das Nationalrat aus dem Sitzungszimmer immer müssen wieder zurück in den Nationalratssaal abstimmen. Und dann hat sich das Intro recht gesplittet. Audiomässig gehört er die Kurzversion. Aber da auf YouTube exklusiv die Langversion, praktisch unkürzt, so hat es stattgefunden. Viel Spaß und Merry Christmas. Du sitzt schon so wie ein Politiker. Ist das schon negativ? Ich weiß schlecht. Ich weiß nicht. Nur, muss ich jetzt aufpassen? Muss man das so machen? DG. Das ist meine Aufmerksamkeit. Okay. Geri und Gäste. Geri und Gäste heute einmal im Job, weil ich habe gedacht, oder ich habe gelesen im Internet, dass man, wenn man ins Bundeshaus geht, wir sind heute im Bundeshaus, dann muss das Parlament würdigen, respektive würdig begegnen mit einem Job. Das heisst eigentlich auch Flügel und Krawatte. Habe ich nicht, weil der Anlass, wo ich eine Krawatte muss tragen, den gibt es nicht. Glaube ich. Du hast eine schöne Krawatte. Suchst du sie selber aus? Wir haben Kleidervorschriften, die sogar noch parteiabhängig sind. Also wir müssen die Krawatte anlegen und ja, ich habe Krawatte selber gekauft. Ist es jetzt ein Anspiel? Also ich bin nicht farbenblind oder nein, so. Nein, nein, um Gottes Willen, das Intro fängt schon ganz, ganz komisch an. Das ist der Marcel Doppel, herzlich willkommen bei Geri und Gäste. Ich glaube schon, dass du selber deine Sachen kaufst. Du bist seit 3 Jahren in dem Bundeshaus. Wie ist das, wenn man so reinkommt ins Bundeshaus? Ich meine, wenn man nur schon als Besucher reinkommt, dann ist man ja schon irgendwie erschüttert oder erstarrt von dieser Grösse, von dieser Macht, die da einem entgegenblickt. Wie ist das für dich, wenn du heute reingehst, normal? Ja, es ist so ein bisschen eine andere Welt, oder? Es ist so ein Paralleluniversum, weil es eigene Gesetzmäßigkeiten gibt, oder? Es geht nur um Politik und es ist alles sehr schön, es ist alles sehr repräsentativ und da wird man sich immer wieder bewusst, was für ein Privileg ist, dass man da ist, aber ja, eben, man gewöhnt sich an alles, oder? Wenn man ein paar Jahre da ist, dann sind die Räume, wo man täglich ist, die werden nachher auch wie ein bisschen selbstverständlich. Also wenn man einmal da ist, ist es nicht das Gleiche, wie man halt 3 oder 10 Jahre da ist, oder es gibt auch solche, die schon seit 32 Jahren da sind. Aber erinnerst du dich an dein erstes Mal, wo du reingekommen bist? Ja, sicher. Also, das ist eindrücklich, oder, wenn man das erste Mal da ist. Ich weiß nicht, wie viele Mal dass du schon da warst, aber für mich war es extrem imposant. Oder vor allem auch, weil ich eigentlich meinen ganzen Wahlkampf, ich konnte ja nicht können damit rechnen, dass ich wirklich gewählt werde. Das war eine grosse Überraschung. Und ja, also, oder dass man auf einmal, ich, der überhaupt keinen politischen Hintergrund hatte, dass ich dann eigentlich den Sprung direkt nach Bern schaffe, das ist... Und nachher eben da sein mit all diesen wichtigen Leuten, Bundesrat, Ständerat, Nationalrat, das ist schon eindrücklich gewesen. Und das Coole ist ja, es ist ja wie ein Club, wenn man unten reinkommt und man sagt, man ist Gast von Marcel Doppler, da bin ich reingekommen. Das ist eigentlich schon noch ein lässiges Gefühl eigentlich, oder? Wenn ich mal Gast sein bei dir, das ist auch noch cool. Du bist ja Bobfahrer, Digitec-Gründer, Franz Karl Weber-Besitzer und FDP-Nationalrat. Auf welchen Titel bist du jetzt am meisten stolz? Ja, ich glaube, es ist schon halt das, was man am längsten gemacht hat. Oder schlussendlich ist man ja die Summe von dem, was man erlebt hat. Und ich bin 15 Jahre lang bin ich Gründer und Inhaber von Digitec. Ich glaube, das hat mich am meisten geprägt. Ich glaube, die Leistung oder die Arbeit, die wir dort gemacht haben, auf das bin ich sicher am meisten stolz. Und Politiker ist sicher auch eine Leistung, aber das ist jetzt halt etwas Jüngeres oder im Verhältnis 3 Jahre. Ich denke, wenn ich das vorher nicht geleistet hätte, dann wäre es ja nicht möglich gewesen, dass ich eigentlich nachher gewählt hätte. Also das hängt alles zusammen. Aber ich denke, meine unternehmerische Leistung bin ich bis jetzt am stolzesten. Mhm. Du hast das mit 2 weiteren Kollegen gegründet, Digitec, seiner Zeit. Wie ist das entstanden?
Ja, wir sind Gamer gsi, wo uns eigentlich jedes Wochenende getroffen haben zum Gamen. Wenn du Kind hast, eben, wenn die auch viel gamen, vielleicht kommt es gut so wie mir, oder? Das ist unproblematisch. Und genau. Irgendwie nach einer späten Firma, wo man kann verkaufen. Genau, nein, also das ist, wir haben angefangen gamen und haben dann angefangen, eigentlich damals hat man die Computer müssen selber konfigurieren, zusammenbauen und dann haben wir wie zum Sackgeld verdienen, auch für die PCs, wenn wir die neuesten Computer gebraucht haben, haben wir Verwandten und Bekannten, haben wir angefangen PCs zusammenbauen und haben pro Computer irgendwie 100 oder 200 Franken verdient. Und das war eigentlich der Start gewesen, von dieser Firma Digitec. Ich habe dann in der Softwareentwicklung von der Ascom, wo ich meine Lehre gemacht habe, ich nichts zu tun gehabt. Dann habe ich dort den ersten Online-Job programmiert und der Kollege, der hat angefangen zu studieren, da hat er in der Semesterferien hat er Zeit gehabt, haben wir ein Büro gemietet in diesen 3 Monaten und das war der Start von Digitec, so hat alles angefangen. Wir müssen wieder abstimmen, immer wenn es Leute muss ich abstimmen, wir sind im Untersuch. Nein, ich habe noch kein SMS bekommen, ich komme immer ein SMS über, wenn ich mich losreißen muss, aber es ist jetzt noch nicht gekommen und darum bin ich jetzt noch geduldig. Das funktioniert, dass man kann rein und raus gehen und abstimmen, wenn man gerade schon rein. Du kennst ein Geschäft wahrscheinlich einfach und dann gehst du rein und dann stimmst du ab oder darf man das gar nicht sagen, dass du immer rein und raus gehst, das wäre im Interview. Doch, eben, das ist also wichtig ist, oder der Parlamentarier probiert seine Zeit möglichst effizient zu nutzen. Ja. Oder? Und es gibt 13 Kommissionen und man kann nicht in jeder Kommission bis ins exakte Detail rauskommen. Das heisst, man hat Kommissionszugehörigkeit und seine Herzensangelegenheit und dort muss man wirklich rauskommen. Und ich probiere in dieser Zeit, wo andere Geschäfte sind, probiere ich in meinen Themen die weiter voranzutreiben. Heute Morgen ist der Oberzolldirektor gekommen, wo ich ein Gespräch geführt habe wegen diesen China-Päckchen, ja. Probieren wir einen Lösungsvorschlag zu machen. Und dort bin ich nicht im Ratssaal gewesen. Also ich probiere meine Themen voranzubringen und jetzt nehme ich ein Timeout und gehe abstimmen. Jetzt musst du abstimmen, vergiss das Mikrofon nicht, du musst ins Mikrofon wegnehmen. Du musst abstimmen, er kommt dann wieder. Ist gut, also bis gleich. Gut, bis nachher. Unterdessen lese ich ein bisschen Zeitung. So. Du musst mich wieder verkabeln. Ja, wir sind wieder zurück. Also du bist wieder zurück. Da bist du. Da sind wir. Ah, super. Da sind wir. So. Gut, wir sind wieder zurück von der Abstimmung. Was haben wir abgestimmt? Es hat gar keine Abstimmung gegeben. Es ist so, es geht um den Migrationspakt. Ja. Wir haben ein SMS bekommen, dass jetzt gerade die Abstimmung ist. Das heisst, der Bundesrat war am Reden und unmittelbar nachher ist eigentlich die Abstimmung. Aber weil jetzt so ein brisantes Thema ist, hat es eine Schlange gegeben von etwa 20 Parlamentariern, die Fragen stellen. Und jetzt gibt es eine Verschiebung von etwa einer Viertelstunde. Und jetzt es ist ja nicht planbar, wie viele Parlamentarier dass sich in eine Schlange einreihen, um Fragen zu stellen. Und darum habe ich müssen gehen. Aber jetzt haben wir Zeit, bis kein Parlamentarier mehr in der Schlange hat. Also genau. Etwa eine Viertelstunde? Genau. Um das herum. Und dann musst du wieder rennen? Genau. Ja, das ist nicht weiter weg von da, oder? Du bist heute in der Zeitung, habe ich gesehen. Also sicher. Mindestens ein Teil von deinem, also durch deinen Namen. Und zwar haben sie aufgestellt, welche Partei, respektive welche Nationalräte links, welche rechts sind. Und du bist eigentlich noch gut aufgestellt. Du bist, hast du das noch nicht gesehen? Also, nein, ich habe es nicht gesehen. Das Problem ist, 2,8 von der Mitte bist du weg. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, gutes Mittelfeld, würde ich jetzt sagen, da unten.
Hey, da muss ich immer noch Zeit mitbringen. Hä? Soll mir einer sagen? Ich kann nicht alle Medien lesen, aber wir haben von, oder alle Parlamentarier haben so von Argus, oder es gibt ja alle, da so einen genau, man kommt wie ein Mail über von allen Artikeln, die du jetzt an diesem Tag vorgekommen bist. Aber das Problem ist, das ist so umfassend, oder? Das ist die ganze Medienlandschaft von der Schweiz, und da tut man dann halt thematisch tut man die Sachen lesen, die einem interessieren. Und jetzt das Ranking, ich weiss nicht, also das ist immer... Die Frage ist jetzt, wie wichtig dass das Ranking ist. Nein, du bist ja in der Mitte, das ist ja nicht so wahnsinnig spektakulär in dem Sinn. Oder? Eben, es ist vor allem eigentlich, oder, das Schwierige ist, oder, eigentlich ist ja Positionierung pro Thema, oder, und wenn man natürlich das über alles macht, dann ist es ein bisschen schwierig, aber ist okay. Also, du bist jetzt ja vor allem der Spezialist in Sachen digital und Versand, in solchen Sachen, oder, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, schlussendlich ist man ja das, was man einem ja, die Vergangenheit gelehrt hat. Ja. Oder? Und ich bin ein Unternehmer und ich habe das Leben lang in der IT-Welt gelebt. Und dort habe ich sicher eine höhere Kompetenz, wo ich weiterhelfen kann. Ja. Du hast eigentlich so, du bist ja, ich habe müssen lesen, du bist Multimillionär. Hättest du schon gedacht, oder? Man liest es. Kann man gut lachen. Hättest du das gedacht, als du Digitec mitgegründet hast, dass du irgendwann Multimillionär wirst, dass du irgendwann mal Geld verdienst damit? Nein, überhaupt nicht. Also, unser Ziel war ja primär oder kurzfristig, wir wollten es besser machen als die anderen. Und wir haben ja damals haben wir einen Angestellten gehabt, dann haben wir irgendwann einen zweiten Angestellten gehabt. Und wir haben zu dieser Zeit, das war im Jahr 2000 und 2001, gewesen, hätten wir nie gedacht, dass sich das Ganze so entwickelt. Also, wir sind dann innerhalb von der ersten drei Jahre sind wir ja dreimal umgezogen und im Laufe der Zeit sind dann auch Ziele ambitionierter geworden, aber es hat sich niemals, eigentlich, ist nie absehbar gewesen. Wirklich so höhere, grosse Ziele hat sich so vielleicht ab dem Jahr 2010 angefangen abzeichnen. Aber eigentlich die Geschichte oder die Erfolgsgeschichte von Digitec, es sind einfach tausende kleine Schritte gewesen und nicht irgendwie ein Quantensprung, sondern wir haben wirklich mit Wasser gekocht und eben damals in der Anfangszeit, ich habe programmiert, ich habe gleichzeitig Kunden bedient, ich habe gleichzeitig Telefon abgenommen, ich habe dann immer auch Päckchen gemacht. Das sind nicht die schönsten gewesen, die ich gemacht habe, aber ich war sehr schnell gewesen. Aber wenn du vergleichst mit den Päckchenmacher oder so, die sind natürlich viel schneller als ich. Also das Geld ist verdient, das du jetzt hast? Ja, ich habe in den ersten 5 Jahren habe ich wirklich 6 Tage in der Woche geschafft und bin oft der Erste und der Letzte gewesen. Und ich habe wirklich sehr viel geschafft. Ja. Hätte ich das gewusst, ich habe praktisch nebendran geschafft, bei Radio Zürich, dann wäre ich jetzt auch Multimillionär, wäre ich in dieser Firma eingestiegen. Jetzt ist es spät. aber wie ist denn das so, wenn man dann plötzlich ein Telefon bekommt, respektive wenn die Migros einsteigen will, dann findet man das schon irgendwie recht, darf man sagen, geil. Ja, also so ist es ja nicht gewesen. Also wir haben wie den strategischen Plan gehabt. Also Digitec hat funktioniert, da hätten wir überhaupt niemanden gebraucht. Da war auch nicht die Idee gewesen, zu verkaufen. Oder der Digitec ist digitale Technologie, das ist Unterhaltungselektronik und IT. Und dann war die Idee gewesen, eigentlich mit Galaxus, oder, dass man das Konzept von Digitec eigentlich auf alles Non-Food macht. Das ist die Idee von Galaxus gewesen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wir brauchen einen Strateg, der uns unterstützt. Also eben zum Beispiel Migros oder Coop oder ein anderer, der uns gerade im Einkaufen so hilft, dass wir einen grossen Partner im Hintergrund haben, dass es schneller geht. Das war die Absicht gewesen und wir haben nicht müssen. Und die Verhandlungen mit den Migros waren extrem anstrengend gewesen. Also wir sind etwa 4-mal beim Bolliger im Hauptsitz im Zimmer gewesen. Und wir sind jedes Mal eigentlich rausgelaufen und haben das Gefühl gehabt, jetzt ist es vorbei. Oder weil wir haben nicht müssen und ihre Vorstellungen sind zu weit von uns weg gewesen. Oder wir haben wollen eigentlich völlig unabhängig bleiben, dass sie uns möglichst nicht reinreden. Wir haben keine Mehrheit reingeben. Und dann hat sich das so entwickelt und wir sind am Schluss wirklich überrascht, dass es überhaupt einen Deal gegeben hat. Oder? Am besten kann man immer verhandeln, wenn man nicht muss. Und der Faktor Geld ist bei uns nicht der Treiber gewesen, sondern wir wollten eigentlich Zukunft ebnen, um noch grösser zu werden. Das ist so ein bisschen überlegt. Ja, aber Sie massakrieren sich ja praktisch selbst mit M-Elektronik, oder nicht? Ja, aber das ist eben kompliziert, oder? Es gibt den MGB, oder? Das ist ja quasi wie der Hauptsitz. Ja. Und nachher gibt es Genossenschaften. Ja. Und Genossenschaften, die sind eigentlich komplett unabhängig. Und darum gibt es eben auch das Konstrukt, dass eigentlich Firmen von der Genossenschaften, was jetzt eben M-Elektronik ist, kann eine Konkurrenzsituation zum MGB sein. Ja. Also das ist an sich gewollt, aber das ist einfach
eigentlich die Organisation von der Migros, aber ja, es macht nicht unbedingt Sinn, dass man sich konkurrenziert. Vielleicht wird das irgendwann mal, dann mal mit der Zeit auch verschwinden. Und dann hat es ganz viel Geld gegeben und jetzt hast du neuerdings, also in der neuesten Zeit hast du Franz Karl Weber, bist du Mitinhaber, das stimmt so, kann man so sagen, oder? Genau, du hast eine Herzensangelegenheit, ich habe mich dort beteiligt und wir müssen jetzt schauen, dass wir die Firma, die wirklich 15 Jahre lang eigentlich nicht Innovation weitergetrieben worden ist, ein bisschen aufgefrischt wird. Ja. Hättest du, wenn du seinerzeit, wo der Entscheid gefallen ist, ist das SMS gekommen? Nein, ist alles gut. Wärst du dort von Franz Weber, wärst du von der Bahnhofstrasse weggegangen? Weil das ist ja eigentlich am schlimmsten gewesen. Gut, sie sind ja immer an der Bahnhofstrasse, okay. Nein, also, oder aber ist, man hat bei dem schönen Sitz, wo man runterläuft und der Lichtli und so. Also schlussendlich ist das einfach eine rein finanzielle Entscheidung gewesen. Okay. Das Problem ist gewesen, oder, dass die Mieten oder die Preise, die man an der Bahnhofstrasse zahlt, die sind ins Unermessliche gestiegen. Und der Mietpreis, den wir damals gezahlt haben für eben die Premium-Lage, das war einfach absurd hoch. Einfach jenseits. Und dann ist auch die Frage gehabt, ja, können wir uns das in der Zukunft noch leisten? Und dann hat man einfach müssen sagen, hey, die Preise, die sind einfach nicht marktgerecht. Das ist, oder wenn du irgendwie, ich sage jetzt etwas, irgendwie 30% vom Umsatz musst du Miete zahlen, dann wird es einfach ein bisschen anstrengend und schwierig. Und darum ist das wirklich ein Entscheid gewesen. Man gibt die Position auf. Also natürlich hat man vorher probiert zu verhandeln. Und jetzt ist das Ding ist 2 Jahre leer gestanden. Und ich bin 100% sicher, dass der Eigentümer eine Pensionskasse niemals das bekommen hat, jetzt kommt Hyundai dort rein. Ob die Rechnung wirklich aufgegangen ist, ist etwas anderes. Für uns war es natürlich schon gewesen, aber jetzt sind wir an einem neuen Ort glücklich und zahlen deutlich weniger Miete. Jetzt kommt frischer Wind rein. Franz Weber kennt man vor allem auf Weihnachten hin. Da gibt es immer den Weihnachtskatalog. Mehr eigentlich nicht. Oder gut, wenn du Spielsachen kaufen willst. Das ist ja relativ schwierig, wenn du Spielsachen kaufen willst. Das macht mit alles online, oder? Vieles. Außer der Weihnachten. Ja, das stimmt eben nicht. Oder? Das ist, in der Schweiz ist der Marktanteil der Spielwarenverkäufe nur etwa 5%. Ist? Ja, also zwischen 5 und 10%, sehr wenig in Deutschland. Also die Leute gehen wirklich noch in den Laden posten? Ja, genau. Die Leute wollen sich beraten lassen. Also, das sagen die Marktzahlen. Ah. Die Leute wollen sich beraten lassen. Eben Franz Karl Weber kannst du dir Geschenke verpacken lassen, gratis. Das Sortiment ist viel grösser. Du kannst es anschauen, du kannst auch mit den Kindern gehen, kannst die Rutsche runterrutschen. Also es gibt Gründe, oder du hast auch bei Franz Kalab wie Garantie, dass es hochwertig, qualitativ gutes Zeug ist, oder selbst wenn du es in China kaufst, vielleicht nicht. Also das sind Gründe, wieso dass man in den Laden geht und der Schweizer ist offensichtlich, oder der Preisunterschied, der Deutsche, ist preissensitiver und weil die Kaufkraft in der Schweiz höher ist, spielen die Preisunterschiede weniger eine Rolle. Und in der Schweiz gibt es auch viel mehr Filialen auf kleinem Raum, also die Wege sind viel kleiner. Und das sind so ein bisschen die zwei Faktoren, warum die Situation in Deutschland und der Schweiz sehr anders ist. Ja, aber ich kann teilweise Sachen bei Amazon bestellen, wo dann zum Beispiel Lego oder Playmobil vielleicht 20 Franken günstiger ist. Genau, also eben zum Beispiel gerade Lego ist einfach. Oder es gibt Produkte, die man muss anlangen muss, oder das Plüschtier, oder ist entscheidend, dass man es anlangen kann, das Haptische. Und zum Beispiel gerade das Lego ist halt etwas, wo sehr, das kaufst nach technischen Spezifikationen, du weißt, du hast jetzt da den Todesstern von Star Wars oder so. Das ist etwas, was du spezifisch kaufst, das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Internetprodukt. Natürlich musst du es auch im Laden haben, aber es gibt wie unterschiedliche Produktkategorien, unterschiedliche Produkte und dann ist die Situation ein bisschen anders. Und da gibt es natürlich auch Preisunterschiede, aber für uns jetzt mittel- und langfristig ist klar, wir wollen auch online sein. Die Voraussetzung ist aber ein Zentrallager, das es heute noch nicht gibt und das ist eigentlich auch unser strategisch wichtigste Projekt in den nächsten 4-5 Monaten, dass wir eigentlich ein Zentrallager anstampfen, um Logistikkosten zu sparen und auch Grundlage für einen Online-Shop und dass wir online gehen können. Gibt es in nächster Zukunft von Franz Karl Weber mehr oder weniger Filialen? Oder das Problem ist ein bisschen, oder wir brauchen ja. Müssen wir wieder gehen? Ja, jetzt hat gerade der Kollege geschrieben, ich habe gesagt, wenn die Schlange kurz wäre, müsse er mir ein SMS schicken. Noch 3 Fragen, Abstimmung folgt. Oder? Das heisst, ich habe jetzt etwa 3 Minuten. Also gut, der Herr Dobler fragt schon in der Sitzungszimmer, so ist das halt. Bis nachher. Speed-Dating, genau. Vielleicht finde ich dich noch in einer weiteren Zeitung drin. Ist gut, ich werde überladen.
Sie das Zimmer reserviert? Ja, dann gehen wir wieder raus. Ja. Das ist das lustigste Interview, das ich je gemacht habe. Das jetzt haben wir übrigens gerade über den Migrationspakt abgestimmt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Bild ist. Ja, und was haben wir gestimmt? Wir haben abgestimmt über den Migrationspakt. Und jetzt haben wir gerade beschlossen, dass der nicht einfach unterschrieben werden kann, sondern dass der muss im Parlament behandelt werden und das Parlament darüber entscheidet, ob man den annehmen soll oder nicht. Du bist eigentlich geboren als Politiker, so praktisch. Weiss ich nicht. Machst du noch gerne, habe ich das Gefühl. Ja, also schlussendlich habe ich das ja auch kandidiert, um gewählt zu werden. Ja, ja, das jetzt macht es mir durchaus auch Freude. Eben das Arbeiten darf ich auch ein bisschen Freude machen, also ist alles gut. Es muss so sein, es muss so sein. Ständerat wirst du wahrscheinlich nicht, weil du bist keine Frau. Und darf man das so sagen? Aber du willst Ständerat werden, gell? Trotz all also das ist ja verrückt. Ich habe das Interesse bekundet. Mein Problem, das ich habe, ist, es gibt eigentlich wie zwei Entscheidungsgrundlagen. Das eine ist, was findet die Partei oder was denken die über eine mögliche Kandidatur von mir. Und das andere Problem ist, dass ich habe im Juli habe ich den Franz Karl Weber gekauft. Und oder Franz Karl Weber, habe ich vorher schon gesagt, oder, wir müssen uns dort weiterentwickeln. Es gibt dort wichtige Projekte, wo ich mich einbringen muss. Und die Frage ist jetzt, ob ich mich organisieren kann, quasi in den ersten drei Monaten des Jahres eigentlich die nötige Zeit hat, um so einen Wahlkampf zu machen. Und ich bin jetzt eben am Schauen, ob ich das organisieren kann. Und das ist eigentlich die grosse Challenge. Also das Interesse und der Entscheid ist da, aber den Entscheid kann ich noch nicht fehlen, weil ich bin nicht jemand, der etwas halbe macht. Ich will, wenn ich es mache, richtig machen. Und ich will die Zeit haben für einen Wahlkampf. Und wenn ich das nicht organisieren kann, dann muss ich lieber Nein sagen. Aber Marcel, du hast doch gar keine Zeit. Du wohnst in Jonen. Respektive, wenn du in Bern bist, hast du sicher noch eine Wohnung da, oder? Nein, ich bin im Hotel. Ah, im Hotel, okay. Ja. Du bist Familienvater, zwei Kinder, jetzt hast du das noch mit dem Franz Karl Weber, jetzt wohnst du da im Ständerat und dann willst du auch noch ein bisschen Sport machen, Bobfahrer ist ja im Prinzip auch noch. Wo ist da die Zeit? Also sportlich ist so, dort bin ich mich ein bisschen am rückwärts bewegen. Das heisst, ich werde jetzt gerade noch an der Schweizer Meisterschaft, da werde ich jetzt noch einmal mitmachen. Vielleicht gibt es nachher noch ein internationales Rennen, aber das ist vom Resultat von der Schweizer Meisterschaft abhängig. Das heisst, das Sportliche fällt weg. Das ist nur noch, ich werde dort auch zwei bis drei Mal pro Woche trainieren, einfach aus Spass am Sport und dass ich irgendwie rank und schlank bleibe. Und beim Franz Karl Weber, dort ist so, eigentlich bin ich nur Verwaltungsrat. Ich habe dort aber aktuell eben wieder ein strategisches Projekt wirklich operative Rolle, wo ich mich auch gerne einbringe. Aber in welchem Ausmaß das ist eben auch ein bisschen organisatorisch machbar. Also dort habe ich schon Ressourcen vorhanden. Ich investiere jetzt etwa 50% in die Politik. Ja, ja. Da verdient man ja noch etwas, oder sind das nur Spesen, die man überkommt? Oder, also die Frage ist ja immer, oder man muss sich überlegen, wie viel verdient man da
und wie viel verdient man in der Privatwirtschaft. Ja, okay. Und bei mir ist es jetzt so, dass finanziell ist jetzt das nicht das Spannendste für mich. Es gibt aber durchaus Leute, die da sind, die da viel mehr verdienen für die 50%. Ja. Als, also ich meine, das ist alles öffentlich. Ich, wo jetzt in einer Kommission bin, schätzungsweise etwa 120'000 Franken kommen wir für die 50% ja. über. Von diesen 120'000 Franken sind aber etwa 30'000 Franken sind Spesen, die man auch für Übernachtungen und andere Auslagen muss machen muss. Also das ist man irgendwie bei 90'000 Franken. Also. Aber du machst es ja gerne, gell? Die Woche haben wir, glaube ich, eine Abstimmung wegen dem Replay-TV. Könntest du bitte sagen, wir wollen das Replay-TV? Weil ich finde das nämlich noch gut, das Replay-TV. Ja, danke. Ich will das Replay-TV. Wolltest du es auch? Ja, das wollte ich auch. Ich finde das eine gute Sache. Das ist alles ein alter Hut. Die Fernsehanstalten, sorry, die reiten alle noch auf dem alten Hut um und die müssen sich endlich mal anpassen, dem ganzen dem Konsumverhalten. Ich finde, du bist ein hervorragender Politiker. Wir müssen mal über deine Zukunft reden. Wenn du Ständerat also, wirst... Mir gefällt, wie du denkst. Wenn du Ständerat wirst, werde ich Nationalrat. Das ist gut, kannst du nachrutschen. Aber es gibt noch viel Luft nach oben beim Franz K. Weber, also wenn dort noch Social Media jemanden haben willst, dann wäre ich auch noch da, gell? Und die Internetseite könnte man auch neu machen. Du wärst eigentlich ein guter Kandidat für Höhle der Löwen, die wollen die Schweizer Ableger machen für Höhle der Löwen, weißt du, so, wo so Unternehmen sich respektive so erfinden, sich können vorstellen. Ja, finde ich mega cool, bin ich tatsächlich auch schon gefragt worden, also jetzt nicht gerade das Format. Ich fände das extrem spannend, aber mein Problem ist halt immer Zeit. Ich komme so viele Anfragen über und im Moment eben ist, sagen wir mal, Politik und Franz Karl Weber ist Nummer 1. Und alles andere kommt nachher und eben die Kinder sind auch noch. Also im Moment würde es schlicht zeitlich nicht hineinliegen. Und als Politiker, wenn du so ein Amt hast, lernst du Nein sagen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich sehe, du wirst schon nervös. Du hast noch satte 6 Minuten. Oh, oh, und, okay. Also eben, das Angebot gilt, oder? Wir können dann nachher... Muss man denn... als Nationalrat dann ich? Aber wenn du Ständerat wirst, werde ich Nationalrat. Muss ich dann eine Krawatte tragen? Ja, es kommt auf die Partei drauf an. Also in der FDP kommst du nicht da vorbei. Echt? Ja, eben, es gibt eben so, ja, es gibt Kleidervorschriften, je nach Fraktion. In der FDP? Ja, du musst eine Krawatte haben. Und ich habe das nicht können glauben. Ich habe dann etwa 3 Leute gefragt. Ich bin auch rum. Ja, und dann habe ich mir eine Krawatte. Ich habe bei diesen 15 Jahren, als ich bei Digitec geschafft habe, bin ich eigentlich meistens mit kurzen Hosen unterwegs gewesen. Und ich habe eigentlich an Beerdigungen und Hochzeiten vor allem Krawatten angehabt. Und darum ist das für mich danke. Wirklich etwas Neues gewesen. Du bist mein Mann. Du bist. Aber in der IT-Welt, legt man eigentlich sowieso nicht mehr Krawatten an. Also da auch bis in den höchsten Stufen ist das eigentlich mittlerweile nicht mehr so verbreitet. Aber du hättest dich ja können dagegen wehren. Ich meine, die haben dich ja eh schon gewählt gehabt und dann hättest du halt einfach du keine Krawatten an gehabt. Ja, aber eigentlich möchtest du ja über Politik reden und nicht über deine Krawatten. Und darum sich dann fügen. Aber ich rede ja schon über Krawatten, das ist ja verrückt. Also gut, also du trägst also nur ungern Krawatten, gell? Okay, genau. Okay. Und du bist ja der auch noch... Jetzt müssen wir gerade alle Themen durchmachen in den 5 Minuten, die wir noch haben. Du bist ja der das Dienstbüchlein digitalisiert hat. Das ist ja verrückt. Das hat man gar nicht gehabt. Da gratuliere ich dir auch gerade nochmal. Also, das war auch wahrscheinlich ein Hauruck gewesen, oder? Da muss man dir jetzt erstmal gratulieren. Du hast das super gemacht. Ja, aber man hat immer ein bisschen die Vorstellung, dass man Dienstbüchlein digitalisieren nur um die Soldaten geht, die jetzt irgendwie WKs machen und so. Aber es geht ja auch um die mehrere tausend Angestellten. Oder? Das Dienstbüchlein ist auch wie eigentlich die Kartei vom Angestellten. Oder normalerweise, wenn du einen Angestellten hast, hast du ja in einer Datenbank rein, hast du Daten und du trägst dort ein, was hat der geleistet, wie viele Tage hat er wo geschafft, welche Ausbildung und so. Und das hat man immer ins Dienstbüchlein bei den Mitarbeiterinnen geschrieben. Und das ist einfach wirklich ein Einsparungspotenzial. Die Dienstbüchlein gehen kaputt, sie gehen verloren und so weiter. Und findest du es nicht mehr? Ja, ja, und das ist auch doppelmoppel. Das ist alles doppelt, die Informationen. Und ja, dass man das jetzt wirklich hat können beschliessen, ist grossartig. Es ist einfach ein bisschen absurd. Oder wir sind ja eigentlich Politiker, die müssen Gesetze machen. Und wir sind nicht dazu da, um so Prozesse zu beschliessen. Aber eben, manchmal muss man eben trotzdem, oder, dass ein bisschen etwas passiert. Und die Vorstöße, jetzt gerade im VBS, wo ich in der Digitalisierung eingereicht habe, das sind eben keine Gesetze, aber die bewirken eigentlich im Departement Gutes, dass auch das Umdenken stattfindet. Und ja, es ist schön, dass das gelungen ist. Ja, das ist eine super Sache. Noch kurz zu deinem Bobfahrer. Ich meine, du machst ja nicht viel beim Bobfahren. Du bist ja nur der Anschieber. Also nur, das gut, ich könnte es nicht. Ja, ich tue 5 Sekunden und ich arbeite und dann hocke ich eine Minute lang drin. Und manchmal bin ich noch bremsen, dann tue ich nachher noch 5 Sekunden bremsen. Genau. Das ist wie im Nationalrat, oder?
Danke vielmals, ja genau. Oder nein. Muss einfach immer abstimmen. Nein, also, oder eben, wir seine eigenen Themen. Also jetzt gerade heute Morgen hatte ich eine Sitzung gehabt mit dem Oberzolldirektor, wo es eben um China-Päckchen gegangen ist, genau, um die Marktverzerrungen. Also wir probieren wirklich, oder jeder Politiker muss sich rechtfertigen, wo ist mein Mehrwert für die Schweiz, wo ist mein Mehrwert für die Partei und wo kannst du Themen vorantreiben. Und eben, ich probiere Zeit möglichst effizient zu nutzen. Darum bin ich ja die ganze Zeit jetzt auch da mit dir am Hin und Her. Das war das Interessanteste Interview, das ich jemals in dieser Welt hatte. Und muss ich also eher sagen, wie bestellst du deine Sachen so online? Oder gehst du in einen neuen Laden posten? Ja, es kommt extrem darauf an, was es ist. Also eben, wenn es Sachen sind, die du anlangen musst oder gesehen musst, dann gehe ich in den Laden. Aber wenn es ist eben etwas technische Spezifikationen, ein Drucker, eine Drohne oder irgendwie so etwas, dann gehe ich nicht in den Laden. Oder es ist eigentlich immer Convenience, es muss bequem sein für den Kunden oder Sinn machen für den Kunden. Ja, Bequemlichkeit oder Kundeninteresse stehen im Vordergrund. Okay. Ja, also und mit den Kindern, bist du schon in Franz Kaleber gewesen? Ja, meine Frau ist mit den Kindern schauen, was sie dann kaufen. Und ja, genau, und dann muss man ja einen separaten Vorgang muss man die nachher kaufen. Also, du musst sie nicht mehr kaufen, also sie müssen sie nicht mehr kaufen. Doch, ich bin ganz normaler Kunde. Nein, es ist auch spannend für mich, oder, zum eigenen Eindruck gewinnen und Feedback von meinem Umfeld und so. Jetzt gerade, oder, weil wir in der Zukunft ein neues Retail-Konzept brauchen und entwerfen müssen, ist das spannend, was wir selber erleben. Und was Kinder finden, aber eben meine Kinder haben noch nicht wirklich herausgefunden. Also die wissen zwar, das gehört mir, aber sie sind 4 und 5, sie sind jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, dass alles, was könnte in diesem Laden sein, könnte auch innen sein. Das ist zum Glück noch nicht passiert. Das ist super cool. Die könnten dann jetzt nach dem 11 Uhr machen, direkt nur für Kinder den Laden auf. Also würde ich jetzt machen? Jetzt sollen wir nach dem 11 Uhr nur für Kinder den Laden aufmachen und sagen, jetzt kannst du ein paar etwas aussuchen. Das ist wie bei den Fürsten oder Prinzen. Also meine Kinder schlafen dann, ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Gut, das sind noch kleine Kinder, okay, gut. Aber das muss man irgendwie jetzt schon mal machen, vielleicht am Sonntag mal dorthin gehen. Ja, dann haben wir es ja schon, ich glaube, die Zeit ist schon wieder vorbei. He? Ja, es tut mir leid, ich hätte noch viel mehr Sachen noch fragen wollen. Vielleicht machen wir es mal, wenn du noch Ständerat bist, dann hast du noch wahrscheinlich noch weniger Zeit. Ja, für dich finde ich immer Zeit. Ich würde auch nachher noch mal kommen. Aber. Ja, ich kann ja nicht in die Schulklasse warten, ich kann nicht den ganzen Tag mit dir da reden, das geht ja auch nicht. Ich klaue nachher noch einen Bleistift aus dem Sitzungszimmer. Gut. Also wenn du Ständerat wirst, werde ich Nationalrat. FDP weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich, ja gut, wegen der Krawatte, das irritiert mich ein bisschen. Dankeschön, alles Gute dir. Also, es war der Plausch. Ja. Danke.